Hallo, hallo, ich bin Patricia Denda und ich bin Master of Divine Creation, Master of Divine Healing. Ich sage dir die Wahrheit über dein Sein und helfe dir, in deine komplette, hundertprozentige Schöpferkraft zu kommen. Der Auslöser für dieses Video ist ein Post, den ich vorher gesehen habe auf Facebook. Und zwar heißt der: Ich fühle dich, oder im Wortlaut, ich fühle dich, weil ich mit dir verbunden bin. Wir sind alle eins. Ja, und das macht doch den Eindruck, dass ich außerhalb von mir jemanden wahrnehme. Ich nehme jemanden außerhalb von mir wahr und den fühle ich. Aber ist es denn möglich? Wer fühlt denn hier? Wenn ich dich fühle, dann fühle ich mich. Denn außer mir gibt es in meinem Universum niemanden. Denn ich fühle. Ich entscheide. Ich bin die Schöpferin. Da kann ich machen, was ich will. Aber ich kann nichts wahrnehmen. Ich kann nichts fühlen, als das, was ich entscheide zu fühlen. Niemand manipuliert meine Gefühle. Nichts im Außen kann meine Gefühle manipulieren. Weil diejenige, die fühlt, bin ich. Und ich entscheide, was ich fühle. Und ich kann mir einreden und ich kann auch dir einreden, dass ich dich fühle. Und dass du ein selbstständig fühlendes Wesen bist in meinem Reich, in meinem Universum. Aber das ist nur eine falsche Wahrnehmung. Das ist nicht wahr. Denn du kannst mir nicht vorschreiben, was ich fühle. Ich entscheide, wie ich dich fühle. Ich entscheide, was ich in dir sehe. Ich entscheide, was ich in dir wahrnehme. Und es ist nicht so, dass du etwas fühlst und ich das aufnehme, sondern ich fühle etwas und projiziere es auf dich. So schaut's aus. Und weil ich es auf dich projiziere, fühlst du es auch. Aber es kommt alles von mir, aus mir, durch mich hindurch. Da gibt's nicht so niemanden außerhalb von mir, der unabhängig von meiner Zustimmung etwas tun kann, auch nicht in meinen Gefühlen. Und das ist die Wahrheit. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Coaches und Heiler irgendwie sagen, ja, ich fühle dich. Aber letztendlich, wenn ich dich fühle, fühle ich mich. Ich fühle eine Version von mir in dir. Und das kann ich jederzeit wechseln. Und so funktioniert Heilung. Weil ich nehme nicht deine Gefühle auf, sondern ich nehme meine Gefühle und projiziere sie auf dich. Und wenn ich das nicht im Griff habe, projiziere ich Leid, Trauer, Verzweiflung, Einengung, Unfreiheit, ausgeliefert sein. Projiziere ich auf dich, weil ich das so gut kenne. Und weil ich das in dir lese, weil ich deine Energie aufnehme. Aber darum geht es nicht. Wir sind hier, um uns gegenseitig zu heilen, das heißt zu erheben und unsere absolute liebende Perfektion. Und darum geht es nicht, dass ich dich fühle und dass ich dich verstehe, was du gerade in deiner Mangelwelt, in deiner Leidenswelt gerade so wahrnimmst, weil ich das kenne, sondern es geht darum, dass ich dich da raus sehe, dass ich dich da raus kreiere, dass ich dich in deiner kompletten Ganzheit, in deiner kompletten Perfektion, in deiner kompletten Wahrheit sehe. Und das ist anders. Aber das ist wahr.
Und wir Menschen in unserem Menschlein sein, möchten immer so gerne verstanden werden. Aber wenn du einen Schritt weiter gehst, möchtest du keinen Coach, der dich in deiner Kleinheit versteht, sondern du möchtest einen Coach, der weiß, wer du wirklich bist und der dir das beibringen kann, dass du es auch weißt. Und dazu muss ich nicht deine Beschränktheit fühlen, dazu muss ich nicht deine Wenns und Abers und deine Bedingungen und so weiter und so fort, das alles fühlen, sondern ich lerne, dir das zu fühlen, was wahr ist. Deine Größe, deine Großartigkeit, deine Einzigartigkeit. Dass du das fühlen lernst. Weil du kannst nichts glauben, was du nicht fühlst. Du musst dir erlauben, zu glauben. Der Glaube kreiert, dein Glaube kreiert. Das, was du glaubst, ist die Energie, die du aussendest. Und die Energie, die du aussendest, die kreiert. Also geht es darum, dass du es glaubst, was du haben möchtest, was du sein möchtest, was du möchtest, was die anderen sind. Und um es wirklich tief zu glauben, musst du es tief fühlen. Und wenn du es tief fühlen kannst, dann ist es wahr für dich. Und das bedeutet fühlen. Erlaube dir, es tief zu fühlen und erlaube dir, dass es tief wahr ist, dass es deine Wahrheit ist, dass du deine Wahrheit fühlen kannst und dass du deine Unbegrenztheit fühlen kannst, dass du deine Schönheit fühlen kannst, dass du deine Kraft, deine Macht, deine Power fühlst und nicht dein Kämpfen, sondern diese Leichtigkeit fühlst, die aus deinem wahren Sein rauskommt. Und deswegen wirst du von mir nie hören im Coaching, ich fühle dich. Ich fühle dich dort, wo du bist. Nein, ich fühle dich da, wo du hingehörst. Ich fühle dich in deiner Wahrheit. Weil das die einzige Wahrheit ist, die ich sehen will und die ich fühlen will. Ganz genau. Also, das war Sardinian Experience Nummer 3. Und ich freue mich, diese täglichen Videos zu machen, um zu inspirieren, um dich in die Wahrheit zu führen. Ich habe wunderbare Coaches in meinem Team, die kannst du buchen. Die Links findest du unten. Und ja, verwöhne dich. Lass dich begleiten in deine Wahrheit, in deine Klarheit. Oder komm gleich ins Programm, die Frau, die alles hat, weil die bist du. Und die, auch hier geht es nur, das rauszufühlen, dass du sie tatsächlich bist. Und da gibt es eben viele Dinge, die du lernen darfst, wie du dein Ego oder deinen analytischen Verstand in die Wahrheit führst. Und so führst du dich als Frau, die alles hat, in deiner Wahrheit, in deiner Klarheit, in deiner Freiheit, in deiner Fülle. Also, mach's dir möglich, wenn du es nicht tust, tut's keiner für dich. Bye bye, einen wunderschönen Tag.